Ja, recht herzlich willkommen hier wieder bei Star Wars Battlefront Wendepunkt auf Endor oder Überleben der von Endor. Ja, und wir gehen direkt mal ins Spiel. Es geht gleich los. Ich habe mir auch eine neue Waffe freigeschaltet, und zwar dieser Blaster hier. Erobert einen Kontrollpunkt, damit wir weiter gegen den Feind vorgehen können. Und hierher, komm schon! ja, genau, kommt schon hierher. Ist hier noch ein? Nein. Und wir versuchen nicht zu sterben. So. Weiter zu diesem Kontrollpunkt wird gesichert. Punkt. Und werfen nochmal eine Granate runter. Und ich sterbe hier direkt. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Besser ist das, ne? So, gucken wir mal. Da war doch eine Sturmtruppe. Ich hatte es doch gesehen. Dann nimmt die Granate hier. Oder schießt mich einfach. Ist auch okay. Vollkommen. So, ich steig mal bei dir ein. Wir übernehmen einen Kontrollpunkt. Und holen wir mal. Oh. Das schreit doch nach denen dahin. Das schreit doch förmlich nach euch. Ja, komm. Aua. Aua, aua. Ja, genau das hattest du verdient. So, ich lade mal meine Energie eben kurz auf. Und wenn man mit der trifft und die nicht zurückschießt, ist die Waffe richtig. Also, so ist halt. Sterne. Ist sie gar nicht schlecht. Also, sie machen. Ich finde. Ordentlich mega Wumms. So. Zu diesem Baum gehen wir mal. Da oben hat sich doch was. Hey. Na? Da werfen wir mal eine Granate hin. So. Wir übernehmen einen Kontrollpunkt. Richtig nachladen. Oh. Halt im Nahkampf ist sie ist langsam. Sehr langsam. Hätte ich. Da könnte man. Das gibt. Ne, vielleicht. Nein, wir bleiben bei dem Blaster. So, der ist neu. Den will ich jetzt ausprobieren. So schlecht bin ich ihn gar nicht. Wenn man nicht gerade hier abgetastet wird. Direkt nochmal. So. Wir gehen in die Höhle. Jedes Mal gerade ohne Aufnahme gespielt. Mega geil. So viel Kills mit dieser Waffe gemacht. Und jetzt sterbe ich. Ich sterbe nur die ganze Zeit. Ich sterbe nur die ganze Zeit. Da hinten habe ich doch eine Sturmtruppe gesehen. Na. Von wo? Na. Du gehört es mir doch. Ach, jetzt brenne ich auch noch. Aua. So. So muss das so. Ach. Ah, Sperrfeuer. Okay. Sperr oder Sprengfeuer? Weiß ich gerade auch nicht. Ganz so schnell weg. Aber dieser Granatensalve. Das ist auch nicht schlecht.
So. Haben wir jetzt diesen Punkt erobert, oder was? Aber wie sehe ich das? Komm, wir gehen hier runter in den Fluss. Bisschen durchs Wasser. Und schieß mal diese... Oh, verbrennen uns die Pfoten. So. Hier rennen wir hin. Einfach mal eine Granate rüberwerfen. Ach, und ich... Das Problem hatte ich schon öfters, dass ich da oben einfach die Schädeltasche komme, ne? Das möchte ich eigentlich gar nicht. Sitzt er einfach im Feuer. Er sitzt ja einfach im Feuer. Ich nehme doch eine andere Waffe. Ich nehme doch mal diesen Rebellen-Standard-Blaster. Damit kann ich zoomen. Das ist schon ganz gut. Macht mich zwar nicht besser, aber ich fühle mich einfach besser damit vielleicht. So, das Power-Up holen wir uns. Okay, was ist das für eine Waffe? Was ist das für eine Waffe? Ich werde sie wohl nicht mehr testen können. Nein, sehr wahrscheinlich nicht. Oder doch? Ich wollte sie testen. Habe ich sie noch? Ich habe sie noch. Okay, nimm Pi-Waffe. Na? Erstmal Deckung suchen. Deckung, Deckung. Falsche Deckung gesucht. Da war der Feind schon. So, neue Deckung suchen. Neue Deckung. Alles sauber. Vorwärts, Jungs. Leise. Ich sagte leise. Oh, oh, oh. Ah. Ein Kampfläufer. Wieso kommt da ein Kampfläufer von hinten? Was soll der Mist? Gleich haben wir es geschafft. Holen wir uns den letzten Kontrollpunkt. Ah. Und einen neuen Energieschild. Na komm. Ihr wollt mich umgehen? Könnt mich mal. Okay, ihr habt gewonnen. Ihr habt es geschafft, mich zu umgehen. Aber wir erobern dafür den letzten Kontrollpunkt. Egal, was ihr macht. Jetzt lasst mich doch mal hier nicht sterben. Sorry, Kumpel. Sorry. Wir erobern den letzten Kontrollpunkt. Na komm, trau dich. Trau dich. Ach, der kommt bestimmt jetzt hier von der Seite. So. Der rennt in die Mine. So. Ja, dich kriege ich aber hier. Und wir haben gewonnen. Kotze. Das wäre mein Tod gewesen. 4 Sturmtruppen. Gut. Wir haben gewonnen. Ich mache einen kurzen Schnitt und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dann. Ciao. Willkommen zurück. Wieder hier. Nach dem Schnitt.
Und jetzt sind wir in der Jundlandwüste. Und ich habe mich total verhaspelt. So, es geht weiter hier mit Wendepunkt. Und ich drücke mal die Leertaste. Wir haben schon genug von. Karte sieht übrigens sehr schick aus. Wir spielen auf Seiten des Imperiums und. Ich will nochmal den Blaster ausprobieren. Ich finde, der sieht richtig schick aus. Was waren das für Käfer? Ich will ihm nochmal eine Chance geben. So. Jetzt hänge ich hier an so einem Container fest. Das Setting sieht einfach richtig schick aus. Und der kommt doch jetzt gleich von. Ich wollte gerade sagen, der kommt doch erst gleich von hinten. Na, das klappt ja super. Den ersten vernehmen wir doch direkt. Und raus aus der Sonne, Jungs. Das Rebellenpakt setzt gleich einen Kontrollpunkt. Na? Ich renne einfach hier hoch. Gute Idee. Du mal vor, ich folge dir. Und dann versuchen wir die zu flankieren. Da lief doch. Aua. Da lief. Da haben wir doch schon ordentlich welche. Ey, ich wollte bei dir einsteigen. Aber es nützt alle nichts. So. Irgendwo müssen wir jetzt hier hin. Wir sind in der falschen Ecke stehen. So, ich versuche jetzt mal damit. Aua, aua, aua. Rebellen, soweit das Auge reicht. Ein Thermal. Imploder. Jetzt zerfetzt uns natürlich mal ordentlich. Und die Rebellen haben den ersten Checkpoint überrannt. Der nächste ist natürlich da oben. Und wir müssen hier da verteidigen und da verteidigen. Wir gehen mal nach rechts. Da, wo die ganzen Rebellen hinfliegen, da wollen wir sein. Und mal eben direkt mit der Bazooka weggeschwumst. Mann, Mann, Mann. Was sind eigentlich eure liebsten Star Wars Charaktere? Also ich muss sagen, meine Lieblings-Star Wars Charaktere sind Boba Fett und Chewbacca. Ich finde die einfach cool. Einfach Boba Fett, weil er einfach so. Ja, er ist so ein bisschen so der letzte, so eine Art, so ein bisschen Cowboy noch. Finde ich. Nur noch, zack, schnell ziehen. Ich meine, das war bei Han auch, ne? Aber Boba Fett, der hatte so ein bisschen so diesen verwegenen Kopfgeldjäger. Das war ganz cool. Und Schui, Schui war, wow. Einfach. So wie bei der sympathische, erfahrene Krieger, der beste Freund des Helden. Oder des Haupthelden, eines der Haupthelden. Und immer ein treuer Weggefährte. Auf den man sich wirklich verlassen konnte. Also so interpretiere ich jetzt mal die Figur. Und ja, das macht. Ich finde ihn einfach sympathisch auf diesem. Und alle so, jo. Das ist so, als würde Opa Plattdeutsch sprechen und du einfach nickst. Versteht auch keiner, aber alle mögen. So, da oben steht einer, da komme ich auch nicht hin. Und vom Hellen ins Dunkel rennen, das ist immer recht interessant. Weil man dann meist
Ja, ich renne hier verplant im Kreis rum, ne? Meist nicht sieht, ob jemand da in den Eingang ist. Rebellen übernehmen einen Kontrollpunkt. Greift sie an, wenn ihr soweit seid. Ja, schreibt einfach mal in den Kommentaren, was eure Lieblings-Star Wars-Helden sind. Das würde mich mal interessieren. So. Gib den mal einen mit und er gibt gleich was zurück. Hättest du aber auch behalten können. Da oben saß da noch einer. Mann. Vielleicht bin ich eher so gegen die Jäger effektiver. So, wir machen hier mal, rennen mal zum Sandcrawler. Der wird ja gerade übernommen. Und von hinten. Ach. Ich wollte auch nichts Böses. Mann. Du fliegst hier mit deinem Jetpack weg. Wie soll ich denn da hinterherkommen? So. Leute, das läuft bei euch. Wir verlieren einen Kontrollpunkt. Wo ist denn der alle? Das hier ist der Kontrollpunkt. Okay. Sehe ich das richtig oder sehe ich das falsch? Na komm. Ach. Ja, Jungs. Einmal nicht aufgepasst, schon ist man tot. Welchen Kontrollpunkt gehe ich denn jetzt? Eigentlich würde ich gerne nochmal so einen schicken Walker haben. Aber. Wir verlieren einen Kontrollpunkt. Da sitzt keiner drin, ne? Sorry. Ich renne da mal hoch. So, jetzt aber. Kommt, Jungs. Okay, du willst es wissen? Ach, Hahn. Komm. Ach, Hahn. Abkühlen. Wow. Was auch immer. Na, dich krieg ich davor. Ach, von oben. Aber war gar nicht so schlecht, glaube ich. Ich glaube, wir wechseln nochmal hier auf den EF Blaster. Was? Na. Komm schon. Wenn ich nicht bei dir einsteigen kann, dann mache ich das halt woanders. Das ist meins, meins. Finger weg. Flossen weg. Okay. Der scheiß Snowspeeder. Na, komm. Okay, okay. Ja, nimm du das. Verteidige diesen Kontrollpunkt. Überlass den nicht den Rebellen. Ja, ich will den Punkt haben. Das ist meins. Zack. Ach, ja, warum nicht, ne? Hier so eine Umgehung. Ach ja, renn doch nicht einfach so um die Ecke. Das bringt's nicht, Sepp. Du stirbst nur unnötig. Okay, danke, Sepp. Das, wir erobern einen Kontrollpunkt. Greift sie an, wenn ihr bereit seid. Ja, ich hoffe, ich bin bereit. So. Nimmt mal das. Und das. Aha, und geh mal in Deckung.
Jo, Schutzschild. Ist auch gut. Du bist mir direkt in meinen Laserstrahl gerannt. Und der snipert mich einfach mal ratzputze eiskalt weg. Katze putze eiskalt weg. Also, sofort. Okidoki. Ja. Und, achso, das war einer von unseren. Also ich treffe. Treffe ich den überhaupt? Diese Wellen besetzen einen Kontrollpunkt. Na. Wir müssen sie stoppen. So. Welchen Kontrollpunkt besetzen die denn? Komme ich nicht hoch? Kann man nicht lang gehen. Ach! Wieso sitzen die eigentlich immer auf den Bergen und ich nicht? Hm? Und hier fliegt schon wieder so ein Snowspeeder durch die Gegend, ne? Das könnte böse für uns werden. Wir verlieren einen Kontrollpunkt. Ja, komm. Da will ich auch hin. Und du helf uns doch mal hier. Ja, mein Kollege sitzt da im Geschütz. Komm. Jetzt aber mal. Ach, alles, Jungs. Einfach mal eine Granate hingeworfen. Kritischer Treffer, das ist auch gut. Weg hier, weg hier, weg hier. So, wir begeben uns mal einfach hier unter den Crawler. Da sitzt der Bell neben mir, okay. Kommt, Jungs. Hier müssen wir vorgehen. Aha. Einfach mal pauschal eine Granate hingeworfen. Und hier ist Spielfeldende, ne? Verdammt. Sieg. Rang 11. Okay. Das war gar nicht so schlecht. 9, 12, okay. Ich war genauso gut wie immer. Wenn es euch gefallen hat, schaltet bei der nächsten Folge wieder ein. Bis dann, euer Sepp. Ciao.